Hey Leute, 40 Jahre Erfahrung von einem amerikanischen Arzt, von Dr. Robert Morse. Und zwar, es geht um dieses Buch hier. Es ist ein unglaublich wichtiges Buch, Detox Miracle Source Book. Das ist von diesem Mann. Er hatte sich selbst mal, ich glaube, 6 Monate mit Orangen ernährt und da auch komplett den Körper weiter gereinigt, hat da viel gemacht gehabt, hat die Erfahrungen gemacht, vor allem auch vom Bewusstsein her, mit der Ernährung auch. Und er hatte in den letzten 30, 40 Jahren, ich glaube, irgendwo hatte ich gelesen, dass es mittlerweile schon 42 Jahre sind auf seiner Seite, Extremfälle auch gehabt, Krebs, Diabetes, egal was, diese ganzen chronischen Krankheiten. Er hatte Leute, die saßen im Rollstuhl, die dann wieder laufen können. Die von Schulmedizinern wurden denen noch ein paar Stunden gegeben, ein paar Tage. Und das sind wirklich die Sachen, das muss man sich mal vorstellen. Weil für diejenigen, die auf solche Fakten stehen, und dann erzählt wieder jemand wahrscheinlich, das kann nicht sein, wegen diesem und jenen. Die Zahlen stimmen nicht und es ist falsch, was da er erzählt und so weiter. Kann jeder seine Meinung haben, aber die bringt dich ja nicht weiter. Ich erzähle dir das hier, genauso wie ich dir nicht irgendwelche Studien erzähle, damit du das blind glaubst. Du sollst es nicht einfach glauben. Aber du sollst auch nicht das Gegenteil machen und sagen, es ist nicht so. Wenn du den Körper reinigst, wenn du zu den Leuten hingehst, wenn du offenen Blickes dir die Sachen anschaust, dann erkennst du wieder, wie es funktioniert. Und das ist die Möglichkeit mit dem Buch hier auch. Ich verlinke es mal unten drunter in der Infobox. Den Weg nachzuvollziehen ist auf Englisch eben, das Buch hier, vor einiger Zeit in die Hand bekommen und reingeblättert. Und es ist unglaublich hilfreich. Aber jetzt zu den Studien. Du sollst nicht irgendwas glauben. Glaub mir nicht einfach irgendwas. Wenn du die eigene Erfahrung gemacht hast, mit deinem Körper, wenn du den reinigst, wenn du siehst, wie es funktioniert, wenn du deine eigene Intelligenz wieder arbeiten lässt, dann findest du raus, wie es funktioniert. Dann erfährst du, wie es funktioniert, was ein Riesenunterschied ist. Dann gelangst du wirklich zu Weisheit. Nicht nur zu irgendwas, wo irgendwo steht. Weil ob irgendwas, wo irgendwo steht, richtig ist, hast du keine Ahnung von. Auf das, was hier drin steht, wie das genau war, keine Ahnung. Genauso wie alle anderen Studien, genauso wie die Sachen, die die Ärzte 5 Jahre in einem Studium lernen. Wenn du 5 Jahre Mist lernst, dann auf einem falschen Fundament aufbaut, dann bringt dich das nicht weiter. Schulmedizin kannst du zum Beispiel anwenden, um Zeit zu gewinnen. Da ist es super. Ich möchte es gar nicht schlecht reden. Aber der Ansatz ist eben falsch, beziehungsweise es wird sich eben nur mit Krankheit beschäftigt, nie mit Gesundheit. Es wird immer nur geschaut, wie, da ist eine Krankheit, wie kriege ich die weg? Gesundheit ist kein Inhalt von einem Medizinstudium, das muss dir bewusst werden. Gesundheit ist kein Inhalt davon. Und Gesundheit wirst du nur erlangen, wenn du Selbstverantwortung übernimmst, die richtigen Schritte machst und das selbst dann erfährst, dann weißt du, wie du Gesundheit wieder in deinem Körper erzeugst. Und dementsprechend, hier stehen unglaubliche Erfahrungen drinnen. Ich möchte auch mal so ein paar Zahlen dann doch für euch teilen, weil na, zum Beispiel jetzt, was Krebs angeht. Wo haben wir denn die Kapitel? Ist ganz nett sortiert. Schauen wir doch gleich mal ins Inhaltsverzeichnis rein, was wir da so haben. Erstmal so Grundaufbau, die Zelle, wie du den Körper reinigen kannst. Dann bezüglich Heilkrisen, da hatte ich auch ein schönes Video auch mit einer Liste aus dem Buch hier gemacht im Mitgliederbereich. Genau, könnt ihr mal auf meiner Homepage schauen. Und jetzt zum Beispiel bei Krebs 153, die Seite ist auch sehr umfangreich, 370 Seiten. Bei Krebs fand ich es nämlich sehr interessant, so, weil bei Krebs muss man auch nochmal bedenken, die Leute, die zu so einer alternativen Medizin hingelangen, Alternativmedizin, auch Heilpraktiker ist oft nur Symptombekämpfung, es kommt da immer darauf an, wie die Leute arbeiten.
will hier keine Symptombekämpfung machen. Genau. Und euch einfach nur ein paar Sachen zeigen. Wenn du diesem Reinigungsprozess folgst und den Körper langsam reinigst, mit einer artgerechten Ernährung, immer naturbelassener, wie sie für den Körper ursprünglich gedacht ist, und dazu gehören keine säurebildenden Lebensmittel wie tierische Produkte, Glutamat, E-Nummer, Industriekost, verarbeitetes Essen und so weiter. Optimal ist der Körper eben, sagt er auch, die höchste Heilquoten hat er mit Früchten. Er macht immer, die haben einfach die höchste Energie. Mit Früchten reinigt er den Körper am besten. Zusätzlich gibt er dann Kräuter, hat er Kräutertinkturen, aber hauptsächlich Früchte, Fruchtsaftfasten, Grapes, Melon, Berries, Cherries und so weiter, sagt er immer. Und das ist auch ein Schlüssel. Und er hat zum Beispiel 100 Leute, schreibt er hier, von 100 Leuten, die in die Klinik zu ihm kommen und die wirklich so einem Detox-Programm dann strikt folgen, sind 80 davon in der Lage, den Krebs wieder zu eliminieren und den Körper zu heilen und zu reinigen und wieder neu aufzubauen. Also 80%. Und da sind Leute, die wirklich, hier schreibt er auch, er hatte individuelle Fälle, wo nur noch ein paar Tage oder selbst Stunden nur gegeben wurde. Und es ist wirklich sehr wichtig, auch bei Krebs, dieser Einflussfaktor, wie ist das Umfeld, wie ist die Familie, wie sensibel. Krebs ist ein Fall, wo ich auch immer wieder, ich meine, wer hat heutzutage keinen Krebs? Du kennst bestimmt jemanden in deiner Familie, der Krebs hat. Es ist ja heutzutage normal geworden, es ist in Mode gekommen. Entschuldigt mir jetzt die Worte, ich möchte mich damit nicht lustig machen. Es ist eigentlich traurig und bitterlich. Es ist eine chronische Krankheit, die selber erzeugt ist im Körper über Jahre. Und dann gibt es genug Anzeichen vorher. Du produzierst den Krebs selber über Jahre. Und es gibt genug Alternativen. Helptocheckme.com ist eine schöne Seite. Da hat jemand seine Krebserfahrung nach der ersten Chemo gezeigt. Also so ein schöner Bildvergleich auch drauf. Und dann nach der zweiten Chemo, wo sie dann zu alternativen Mitteln, zu Rohkost, zur Psychosomatik gekommen ist und das dann angewendet hat. Und die Bilder sind, denke ich, sehr ausschlagkräftig. Und sie hatte, glaube ich, auch mal ein Interview gemacht mit Samuel von Raw Spirit. Genau, schaut euch das am besten mal an. Helptocheckme müsste sein.com. Und auch bei Krebs kann man sehen, der Punkt ist halt auch immer, dann kommen Leute, die ihr Leben lang nichts verändert haben oder wollen nichts ändern und dann aber andere Ergebnisse erwarten. Wenn du Alkohol trinkst, dann wirst du betrunken, du kannst nicht weiter Alkohol trinken und meinen, du wirst dann irgendwann nüchtern, wenn du eine Pille dagegen nimmst. Du musst schon schauen, den Körper zu reinigen, all diese alten Toxine wieder auszuscheiden und dann verschwindet der Krebs wieder. Dein Körper kann wieder normal arbeiten. Das sind hier keine Heilversprechen. Ich blende auch vorher hier nochmal unten bzw. in der Infobox eine Info ein, dass ihr es keine Heilversprechen, das ist nichts. Mir geht es immer darum, dass du Eigenverantwortung übernimmst. Wenn du keine Eigenverantwortung übernehmen kannst, dann hast du eh keine Chance, irgendwelche Sachen zu heilen. Mit der Eigenverantwortung hast du erst die Möglichkeit. Weil wenn da irgendein böser Mann sitzt, der Krankheiten verteilt, dann kannst du eh nichts daran ändern. Aber das ist eine doofe Vermutung. Und das musst du erstmal bewusst werden, dass das eine Vermutung ist. So hart es auch klingen mag, das muss dir wirklich bewusst werden. Und genauso hier bei Typ 2 Diabetes, da ist es zum Beispiel unglaublich schnell. Er schreibt hier, Typ 2, in Type 2 Diabetes, if you follow a good detox program, use high quality herbs, you should be off insulin within 3 to 8 weeks. Also, wenn du bei Typ 2 Diabetes einem guten Detox-Programm folgst, solltest du innerhalb von 3 bis 8 Wochen vom Insulin unten sein und kein Insulin mehr brauchen. So, das ist normal. Das sind alles chronische Krankheiten, die selbst erzeugt werden. Dementsprechend
Ja, all diese chronischen Krankheiten, wenn du den Körper stetig wieder reinigst, was eben auch länger dauert, schaut euch da die anderen Videos unbedingt von mir auf dem Kanal an. Diese stufenweise Reinigung, wie die abläuft, oder geht in die Videokurse, in dem Nutrition Now, in dem neuen Kurs eben, beschreibe ich das haargenau. Und da kannst du eben auch diese Gewohnheiten etablieren und den Körper Schritt für Schritt reinigen. Und dann sind solche Sachen wieder möglich. Aus meiner Erfahrung. Ich teile hier nur meine Erfahrung und erzähle hier nur irgendwas. Wie gesagt, keine Anleitung. Ja, so ist es. Diese Sachen wollte ich euch nur mal teilen. Und auch bei den Detox-Symptomen schreibt er da, hat er eine ganz schöne Liste, was da alles auftreten kann. Ja, im Grunde ja alles, aber die gängigsten sind halt Kopfschmerzen, leichte Fieber, Knochengelenkschmerzen. Und es kann dann auch zu stärkeren Fiebern, Depressionen, manische Phasen kommen, die da wieder gereinigt werden. All diese alten emotionalen unterdrückten Sachen, körperlich unterdrückten Sachen, Wut, Angst, egal was für Verstimmungen, die man nie zugelassen hat, die man nie angeschaut hat, die man damals nicht verarbeiten konnte. Tja, all das erfahrt ihr in diesem Buch. Also Link ist unten drunter. Unglaublich interessant. Schaut auch unbedingt auf seinen Kanal. Ich wollte euch diese Infos eben nur an die Hand geben. Mittlerweile arbeiten so viele Leute. Er macht auch Ausbildungen in dem Bereich. Unglaublich interessant und wirklich mal jemand, der diesen Weg mit diesen praktischen Erfahrungen jetzt über 40 Jahre gesammelt hat und dort klare Ergebnisse gemacht hat. Du kannst sie dir anschauen, du kannst das nachvollziehen, es kann jeder selber nachvollziehen. Das ist immer die Sache, was du draus machst. Es bringt nichts von, ja, irgendwelchen Erfolgen zu reden, wenn man nicht das Nötige da reinsteckt. Wenn du Mangos möchtest, dann brauchst du nicht über Mangos reden, sondern du kümmerst dich um den Boden, um den Dreck, um die Wurzeln. Gießt diesen schön, den Baum. Nirgendwo erkennst du irgendeine Süße, in dem du machst. Aber wenn du dann behäbig da rein investierst, die Wurzeln sich bilden, der Baum austreibt, alles macht, dann wirst du irgendwann die Früchte ernten. Aber das dauert. Die Frucht, die kommt irgendwann, die Süße. Aber du kannst vorher schon klar erkennen, wie es funktioniert, aus der Erfahrung heraus. Das war's dann auch. Und ich bin gespannt, eure Kommentare zu lesen. Sehr kontroverses Thema. Was sagt ihr dazu? Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr selbst solche Erfahrungen gemacht? Ansonsten war's das für heute. Also ich bin gespannt zu sehen, was ihr dazu sagt. Macht's gut. Ciao.